Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden. Wir dürfen euch heute hier diesen Ford EcoSport vorstellen. Hier befinden sich 125 PS unter der Haube, das Ganze in der Titanium-Ausstattung. Das sieht für mich aus ein bisschen wie der kleine Bruder vom Ford Edge. Also eine ähnliche Schnauze, nur das Ganze ein Stück kleiner. Auch in einer tollen Farbe und mit einer klasse Ausstattung. Also vom Bisenon-Scheinwerfer über Sitzheizung, Klimaautomatik ist hier eigentlich alles drin. Wir haben sogar ein paar ordentliche Michelin-Reifen hier mit verbaut. Getönte Scheiben sind schon dran. Und ansonsten auch vom Innenraum her sehr aufgeräumt das Ganze. Wir haben ein Sportlenkrad, ein großes Navigationssystem. Also wirklich ein großer Bildschirm, fast größer als ein Mercedes, würde ich fast mal sagen. Und ansonsten Leder, abgesteppte Nähte, also die werden immer besser, habe ich so den Eindruck. Also wer so ein Auto mag, ich finde es auch nicht schlecht fürs Geld. Wir haben hier ein 18er Auto mit 16.000 Kilometern. Von daher, der ist neuwertig, innen wie außen. Also ich habe jetzt vor uns schon mal drum rumgeguckt. Hier ist eigentlich nichts an Gebrauchsspuren, was jetzt irgendwie nennenswert wäre. Warum machen wir das Video? Wir wollen euch den Zustand des Fahrzeugs so einfach ein Stück näher bringen. Wir haben zwar grundlegend 30 Bilder bei uns im Inserat, aber der eine oder andere will vielleicht doch mal ein Video sehen und kann sich da besser reinfühlen, ob das was für einen ist oder nicht. Selbst der Innenraum vom Platz her ist sehr geräumig, will ich jetzt mal sagen, dafür, dass das Auto jetzt nicht riesig ist, aber es trotzdem viel Platz. Die Heckklappe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich, weil die meisten tasten vielleicht hier irgendwo rum, um es aufzudrücken. Nein, bei dem haben wir quasi wirklich eine fünfte Tür und die geht so auf. Der Kofferraum ist auch moderat groß mit einem doppelten Ladeboden das Ganze. Ansonsten die Rücksitzbank geht umzuklappen. Da passt hier schon einiges rein, denke ich. Auch ansonsten hat man auch die Möglichkeit, ein paar Dachträger hier zu befestigen bei der Dachreling. Ja, was kann der sonst so noch? Na, Rückfahrsensoren hat er auf jeden Fall. Und wie gesagt, insgesamt sieht er auch wirklich neuwertig aus. Ich habe jetzt nichts an Gebrauchsspuren gesehen, weder Kratzer, Beulen, Dellen. Hier ist eigentlich nichts, was nennenswert wäre. Also den kann man, denke ich, bedenkenlos so kaufen. Gerade bei so einem neuen Fahrzeug bieten wir auch eine Anschlussgarantie noch mit an. Die ist dann auch mit freier Werkstatt, weil ihr müsst nicht sofort gehen. Das bespricht man vielleicht mal eins zu eins dann am Telefon. Das heißt, wenn ihr noch was wissen wollt, meldet euch gern. Wir sind 9 bis 18 Uhr für euch erreichbar unter der Woche. Ansonsten Samstag 10 bis 14. Gern auch per Videotelefonie. Der eine oder andere sagt, lass mich noch mal unter die Haube gucken oder ich will dich mal sehen als Verkäufer einfach, wer steht da auf der anderen Seite, um dann besseres Bauchgefühl zu haben, weil ich kann mir das schon vorstellen, ihr könnt gerade nicht zu uns kommen und das ist so, die meisten haben es noch nicht gemacht, ein Auto online zu kaufen und ich denke, wir kriegen das ganz gut hin, wir machen das schon seit letztem Jahr März und dementsprechend, ja, hier habt ihr gar keinen Stress, nix, denke ich mal so. Und ansonsten, was Finanzierung angeht, können wir gerne am Telefon besprechen. Auch eine Entzahlungnahme geht ganz easy going. Per WhatsApp schickt uns die Daten von eurem alten Auto her. Und wir prüfen das und machen mit euch dann einfach auch einen fairen Ankaufpreis, dass es für beide irgendwie passt. Dann wird es sogar noch kostenfrei zu euch angeliefert. Also was wollt ihr mehr? Ihr könnt das Auto bei uns auf der Couch, also von eurer Couch aus, buchen. Und wir sind hier sozusagen mit Rat und Tat zur Seite vor Ort für euch. Also, sollte euch das gefallen haben oder überzeugt haben, dann meldet euch bei uns. Wir sind gerne für euch da. Ciao!